Nein, du brauchst nicht zum Kommandeur, du kannst. Das ist Casino. Ja, direkt ins Casino, dann hört sie noch 15. Okay, dann bin ich rechtzeitig wieder da. Ja, das ist schön schon mal wieder. Eine riesen Brücke. Wow. Ja, dann bist du ja, so 50 habe ich gesagt. Genau so. Holy shit! Okay. Schießgarte! Stay fun! Themselves to be on the left there, so as we leave the Nürnberg bit, we'll be close together.
You want to be on the left as you leave Nuremberg. Bravo Delta, right? So we cross there, puts you on the right with that southerly leg, and puts you on the left hand side there down towards the RP. Meaning it will be stud 10. So if any problems, that's stud 10. That's always going. Okay, RT on the ground in the air, as I said. Ball it take off, shouldn't occur, but if you do have it, please call it first in the front so the guys at the back can action it. Lost leader RT. Use the leg up to 30 degrees, standard shackle, standard 90. And judging the turnabout, we're happy that we don't have any of those turns. Collision avoidance, always the outside main going high. In the target area, please pull in and off, and whether you have contact or not, to the man in front. If you've no contact, do not wear an in call or an off call, and stay out and stay high. Right, you're right. In the hope that we might see a phantom or two, or a malibu. This is their tactics. We use terrain screening at all times to avoid them. The first thing to do is get the call out of the way. As soon as you see something, call it accurately, where it is, what it's doing. So the whole formation can get their eyeballs on it. Then, max drive or burner, start to get angle off from him, and sneak away from the formation. Either way, act on the visual support given from your man, number two. Thank you.
Thank you.
einer der wenigen, der mit der Erdbahn auf die Messe gebracht hat. Welcome home, boy. Oh dear. Welcome home. Thanks. F-104 Super Starfighter Flug. Das entsprechende Wetter war vorhanden und die entsprechende Strecke. Als Abstandslinie nach Süden mit Headings und Time-Marks versehen. Der Ken hat vom 10.10.1980 bis zum 26.03.1984 703 F-104 Stunden bei uns geflogen. Und das hat er mindestens genauso gut getan wie jeder deutsche F-104 Pilot. Er hat sich aber damit nicht zufrieden gegeben. Er hat sich darüber hinaus bemüht, uns Techniks und Verfahren beizubringen, die unser Können und unser Wissen verfeinert haben. Er hat nicht nur fliegerischer Staffel sehr viel gegeben, auch das, was er uns als Persönlichkeit, als Mensch entgegengebracht hat, war mehr, als man überhaupt erwarten darf und normalerweise erwarten kann. Er ist uns allen hier ans Herz gewachsen und wir sehen nur sehr ungern scheiden. Das Ganze wird uns etwas erleichtert, indem wir mit ihm noch die Umschulung in Cottesmore machen dürfen. Aber so schön wie der letzte Flug war, war auch die gesamte Zeit hoffentlich für dich und für uns gemeinsam hier. Und als kleine Erinnerung, diese Urkunde. Many happy landings weiterhin. Alles Gute. Und das sollte ich an deine Zeit in Lechfeld ein klein bisschen erinnern. Nur eine Reihe von den vielen Geschenken und der Reden, die die Zeit hier für dich beschließen. Mach's gut, Ken. Und du bist immer wieder herzlich eingeladen in der ersten Staffel. In Lechfeld, sicherlich bei allen gern gesehen. Und welcome home anytime in Lechfeld. Danke. Hast du mir eine Tante Schürze haben? Für 3 Jahre in Lechfeld. Darf ich mal einen Prost geben? Erstmal den Prost auf Lechfeld für mich. Nur allein in Lechfeld. Auch des Hohenstaffels. Zum Flight Lieutenant Kenneth George Carvosso, ein Dreifahrer. Hol ihn auf! Ja! Hol ihn auf! Ja! Hol ihn auf! Ja! Rusa, sa, sa! Pass die Sau am Schwanze! What's the matter? Just feel a bit left out, that's all. But they didn't mean anything to me. I won't see them after today. Oh, come on. Listen, I'll tell you what, me and you will go down to the pictures tomorrow. And what about Billy? Oh, forget about Billy. When you've got friends, you don't think about it. Like you only think about food when you're hungry. Being lonely, though, is like starving. It hurts. It really hurts. I want someone to play footy with, to have a laugh with, to share secrets with. I want someone to chase, to hide from. Someone to do my homework for me. Everyone's a friend of someone, although it's plain to see that every friend has got a friend who's not a friend of me. What's wrong? You've
falls got stuck up there. Wait a minute. Hey, what's your name? Pamela. What's yours? I can't believe it. I found the perfect mate. A girl who plays football as good as me. Roots, frozen stone.